Ja, hi und willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Zenless Zone Zero. Und das ist Weiß, der Blockkopf. Ja, ich habe nur eine kleine Testaufnahme gemacht, wie sonst auch immer. Und das ist irgendwie der Bildschirm, in dem ich hier, weiß nicht, in dem ich irgendwie rausgekommen bin. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, lass das mal so. Sieht sehr komisch aus. Guck, guck. Okay, ja, wir sind hier weiter in Zenless Zone Zero. Wir machen weiter mit den ganzen Companion Quests hier, ne? Letztes Mal haben wir Nekomatas Quest abgeschlossen, davor haben wir Soldatin Nummer 11 Quest abgeschlossen. Jetzt gehen wir zu Graces Companion Quest, nehme ich an, ne? Grace war das, ne? Ja, und dann haben wir erstmal alle Companion Quests erledigt, die wir zurzeit machen können, und dann können wir beim nächsten Mal danach weiter in der Story machen, ne? So, für euch ist das jetzt hier vielleicht, für euch kommt wahrscheinlich hier jeden Tag oder jeder zweite Tag jetzt hier eine Folge, aber für mich, ich habe noch keinen einzigen der Parts von den Companion Quests hier hochgeladen. Also Soldat Nummer 11 und Nekomatas Quest habe ich noch gar nicht bearbeitet, gerendert, hochgeladen oder so, aber für euch ist da wahrscheinlich immer nur so ein Tag auseinander, ne? Das ist ein bisschen komisch. So. So, die hier haben wir erledigt, ne? So, je nachdem, wie lange das hier dauert, ne? Wird da wieder ein oder zwei Parts, wahrscheinlich werden da zwei Parts, ne? Ich nehme es jetzt mal sehr stark an. So, hier können wir auch schon alles machen, ne? Ja, Internatstufe 32. So, und die anderen, die müssen wir halt noch freischalten. Das ist nämlich an Koleda, ne? Das ist hier der Wolf Kollege, dessen Namen ich dauernd vergesse, und das ist hier Rena, ne? Hier diese eine Maid, die ich habe. Aber ihr könnt mal dann die Freundschaft freischalten. Aber da muss ich wahrscheinlich erstmal in der Story weitermachen, ne? Da geht es ja irgendwie um diesen ganzen Maid-Verein, ne? So, aber erstmal machen wir hier Grace, ne? Boom, noch ein weiterer Charakter, von dem wir die Quest machen können, aber für den sich da hier nichts für mich bringt, ne? Weil ich halt den Charakter nicht habe. So, eines Tages berichtete Faye plötzlich, dass eine E-Mail von Grace, der technischen Expertin von Bellabock Industries, eingegangen ist. In der E-Mail geht es um einen wichtigen Auftrag, für den die Hilfe von Peyton benötigt wird. Die Formulierung nach scheint es sehr dringend zu sein. Kurze Zeit später am Eingang der Baustelle auf der Brand Street. Guten Tag, hier ist momentan eine Baustelle und Personen, die nicht zum Personal gehören, dürfen nicht herein. Ich suche nach Grace. Du suchst Grace? Ich habe keine Benachrichtigung erhalten, dass sie heute Besucher erwartet. Einen Moment bitte, ich werde sie kontaktieren. Der ruhige Arbeitbär dreht sich zur Baustelle um, atmet tief ein und dann... Grace! Erwartest du Besucher? Genau in diesem Moment nähert sich eine vertraute Gestalt schnell dem Eingang. Mach das Tor auf. Ach, und merkt ihr das Aussehen dieser Person gut, denn das hier ist eine wichtige Partner von Bellabock. Wenn du ihn das nächste Mal siehst, lass ihn direkt durch. Hey, da bist du ja endlich. Entschuldige bitte, ich muss einen dringenden Anruf beantworten. Ich warte oben bei dem Gerüst der Baustelle auf dich. Grace hastet vom Eingang weg und der wachende Arbeitbär öffnet respektvoll das Tor und macht eine einladende Geste. Okay, warum tun wir uns da oben treffen? Ausgerechnet bin ich ja schon mal hochgegangen on screen, weiß ja gar nicht. Ich bin schon ein paar öfter mal hochgegangen, aber ich weiß noch nie, ob das on screen war. So, Grace, was geht? Gab es eine Planänderung? Es ist mit unserem Kooperationsplan. Grace telefoniert anscheinend. Still warten. Ja, entschuldige, dass du warten musst. Ich bin gleich fertig. Euer Partner, was meinst du damit? Verstehe, am Ende müssen wir also alle dafür bieten, was? Gut, lass uns in Verbindung bleiben. Danke fürs Warten. Kein Problem. So. Wollte schon sagen. Lass mich hier nicht alles lesen. Schön, dich wieder zu sehen, Grace. Irgendwie gibt's so. Danke, Grace, du auch. Will ich mir nur ein, oder gibt es irgendwie voll viele schwarzhaarige, großbusige Frauen in diesem Spiel bisher? Grace, hier Ellen, dann hier die eine Kollegin von der Polizei. Okay.
wenn es nur eine kleine Umarmung ist. Was, wieso? Die erhoffte warme und sanfte Umarmung bleibt aus. Stattdessen ertönt die vertraute Stimme deines Geschwisterteils. Was, bist du eifersüchtig, Schwätzerherz? ハードウェアをいじったね。機械が詰まってるくせにこんなに柔らかいなんてずるいぞ。まあそこが好きなんだけどね。ずっとイエスに話しかけてたの？この子を連れてきてって言ったわけがよくわかったよ。機械に続行なとこは全然変わってないね。おや、いつの間に2人とも揃っていたんだね。いや、気がつかなかったな。こんにちは。無理に挨拶しなくてもいいけど、 Also da kommen wir zur Sache. Ja, ergreift die Gelegenheit, um sich aus Grace Umarmung zu lösen, als sie abgelenkt ist und rennt zurück zu seinem echten Meister. あっという間だね。仕方ない。真面目にやろうか。二人とも重機が暴走した一件は覚えてる？君たち、パエトーンの協力のおかげで白義重工はプロジェクトにおける潜在的なリスクを排除することができた。おちびちゃん、社長も少しは心のわだかまりが。これ、レーダーズ、コンパニオンクエストマッチン。あ、じゃあ、はい。 Das heißt, ich könnte auch hier Hintergrund freischalten. Und Rinas auch, ne? Jetzt mache ich die ganzen Companion Quests umsonst. Ich meine, Nekomata werde ich irgendwann bekommen, auf jeden Fall, aber trotzdem, das dauert noch ein bisschen. Stimmt, ein Jahr oder so. Bei Honka Star Rail hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis ich diese 300 Puls bekommen habe und mir einen Charakter aussuchen konnte. Ich weiß gar nicht, wen habe ich mir auch ausgesucht? Ronja, glaube ich. Ich habe irgendwie mal online nachgeguckt, welchen Charakter man sich holen sollte. Ich hätte mir, glaube ich, so oder so Bronja geholt, aber jeder hat irgendwie empfohlen Bronja. Dabei benutze ich sie gar nicht so oft. Wir sollen irgendwo in der Höhle gehen und irgendwas holen, alles klar. Warum ging es beim Anruf gerade eben? Ja, より価値のある方を採用したいんだって。もうちょっと大声出ます。まあなんか、あれ。取るに足らないことさ。とにかく事の経緯はこんなものかな。君たちさえよければ、そちらのルールにのっとって依頼を出すよ。そういうわけで、パイトン、今回もよろしくお願いするよ。あ、それはいいけど、どさくさに紛れてうちのイアスを触ろうとしないで。 Jetzt so das Gefühl, Bell kann Grace irgendwie nicht leiden. Der Kleine ist ja wirklich süß. Darf ich ihn noch mal streicheln? Ja, aber steckt erst deinen Schraubenschlüssel weg. Wer hat das gesagt? Okay. Hier will ich hin. Brimp. Ja, mal los. Einer. So, und ich habe übrigens gemerkt, man kann diese Level auch erneut spielen. Grace Frankenstein. So, Elektro, Eis und Äther. Ja, wir spielen ja sie, ne? Sie ist Elektro, Eis und Äther dann, ne? Dann nehmen wir mal sie, Eis und Äther. Keinen einzigen Bonuspunkt davon. Will ich dieses Team, weiß was, hier.
Nehmen wir mal so. Ne? Oder soll ich drei Bälle Bock, aber ich habe mich alle. Ja, Anton ist Level 30 nur. Na gut, machen wir mal so. Wird schon klappen. Und man kann die Companion Quest Mission noch mal machen, habe ich gesehen. Also man kann die wiederholen, falls man irgendwie was verpasst oder so. Weil wenn man den Schatztruhe nämlich irgendwie verpassen würde oder irgendwie so, dann sind die immer noch da drin, bis man die eingesammelt hat. Genau wie diese Kugel. Aber sich wieder so ein Minispiel machen, wo ich ihn steuern kann. Oh Gott. Also, jetzt häng ich da rein. Ach so. Weil sie gesagt hat, Kind. Ja, stimmt ja. Ja, ich mache das schon. Nach einigen Schlägen und Justierung von Grace nimmt die kleine Transportmaschine, die ihre Aufgabe eigentlich schon erfüllt hatte und als Schrott enden sollte, wieder den Betrieb auf. Nachdem sie sieht, wie die kleine Maschine aufsteht und sich bereit macht, lächelt Grace zufrieden. Na gut, gehen wir weiter. Was mit dem Monster gerade angegriffen hat? Oh, ein Monster. Ja, genau da. Okay, ich wollte schon sagen. Was ist denn das für ein Ding, hat die alles platt macht? Oder einfach so, ne? Okay. Meine kann ich alles so erledigen, ne? Okay. Ich wette, man kann gegen alle von denen ja kämpfen auch, ne? Okay. Okay, ja, hier muss ich kämpfen, oder? Ne. Okay. So, ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich hier. Bringt bestimmt irgendwie was, wenn ich die alle erledige, ne? Vorher. Nee, das geht nicht. Den kriege ich, ne? Aber die kriege ich nicht. Ja, mal gucken, ob das. Okay, die gehen einfach weg. Mann. Boom. Und dann boom. Das ist lustig. Gibt schon mal, wenn ich mehrere Gegner erledige, nee, ne? Dein Opfer wird nicht. Ich werde es in Gedanken halten. Was?
Ah, seid ihr ja wieder durch, so wie die anderen. Boah, guck mal hier, wir haben schon alle Dinger. Wenn ich zum Beispiel hier reingehen würde und nur zwei von diesen Kisten einsammeln würde, ne, dann würden die noch übrig bleiben. Dann müsste ich doch mal in die Level hier reingehen und okay. Wow. Guck mal, wie groß ich bin. Also wenn ich die Kisten nicht einsammeln würde, dann würden die noch hier drin bleiben und ich müsste dann noch mal in die Level reingehen, dann wären die immer noch da, bis ich die einsammle. So ist mir jetzt jedenfalls aufgefallen. So, Grace, los geht's. Wow, was ist da los? Fang mal weg von dem. Ja, brauchst du nicht unbedingt eine Cutscene, also ich habe schon gesehen, was da los ist. Nee, sicher. Ich habe irgendwie noch den, ich habe noch die Steuerung von der einen Polizistin hier im Kopf. Aber da ist ja Grace ein bisschen anders, ne? Dash, dash. Übrigens einigen Charakteren auch hier ein paar Laufwerke mal gegeben, ja, also diese Ausrüstungsgegenstände, weil irgendwie gerade hier so ein Event am Laufen ist, dass man irgendwie doppelte Laufwerke bekommt, wenn man die farmen will. Da hat natürlich hier Gebrauch von gemacht. Das ist nichts Besonderes, das ist einfach nur so Platzhalter Sachen, die ich bisher denen gegeben habe, aber es ist immer noch besser als gar nichts. Ich habe das Gefühl, das hat so ein bisschen was gebracht hier, so eine Stärke. Für Corin habe ich übrigens auch irgendwie ein Ding voll hochgeballert. Aber ich habe nicht gemerkt, dass das Geld kostet, dass das Dennis kostet. Ich habe einfach gemacht und habe irgendwie gemerkt, oh, das hat irgendwie so 100.000 Danny oder so. Weil ein bisschen doof war. Ich dachte, da wäre auch umsonst, wie die Erfahrungspunkte, aber da wäre ein bisschen schön gewesen, glaube ich. Oh mein Gott. Einige Charaktere sind jetzt stärker. Was gut ist. Aber darum müssen wir uns keinen Gedanken machen. Aber ja, sowieso, der 50er Charakter bekommen. Ich vergesse immer, dass ich mich gedrückt halten kann bei ihr. Kann der überhaupt sterben? Nee, ne. Wir gehen die ganze Zeit auf die los. Oh Gott, geh doch mal auf mich los, Fixte. Guck mal hier hin. Oh, jetzt geht der da hinten. Geh doch mal auf mich los, Leute. Direkt auf die kleinen Dinger los, damit die die ganze Zeit abschießen, wenn ich auf ihn losgehe, ne? Jetzt geht der die ganze Zeit. Nicht auf mich los, ey. So, jetzt du, komm her. Ja, kommst du. So, also okay, mein Kindchen. Die Verteidigung ist immer noch in vollem Gang, aber wir weder die heranstürmenden Interalen noch die vandalierenden schweren Maschinenbasis zeigen Anzeichen von Nachlassen. Machen wir ihn noch platt. Okay. Grace, bist du fertig mit der Fehlerbearbeitung? Ich muss noch ein bisschen dran rumfummeln. Oh. Das hat Bell Wolf hat ich gerade schon gesagt. Boah.
Nein. Bitte rate mal. Barry. こんな緊急事態にクイズなんてしないでフェアリー。お兄ちゃん、早く撤退するよ。グレースさんを説得して。権限の所在は特定できた。あとは切り替えを処理してAPIの呼び出しを無効化。管理者キーを照合。あとちょっと。ちょっとなんだ。 Deutlich wie in einer Story-Mission. Ein rasendes Geräusch zerrt neben Grace durch die Luft. Fliegende Trümmerteile, das konnte ich nie im Leben so schnell lesen. Sie sind tot. Ein heftiger Kugel prasselt auf die hilflosen Feinde ein und die keine Deckung finden konnten und unterdrückt und vertreibt. Wie soll ich das so schnell lesen? Irgendjemand ist am Randalieren. Kluge Frau. Das wissen wir doch gar nicht. Woher soll ich wissen, dass die klug ist? Sieht mir ziemlich durchschnittlich aus. Ja, okay. Ob ich heute 45 erreiche, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Aber bald will ich die Story weiter. Einen kurzen Augenblick später in der sicheren Zone außerhalb der Höhle. Mir geht's gut. Was ist mit dir? Warum soll es mir nicht gut gehen? Ich bin hier die ganze Zeit im Zimmer am Sitzen. Warum soll es mir nicht gut gehen? Weil. Haben jetzt meine Beine eingeschlafen. Oh, furchtbar. そうだ。まだ俺を言ってなかったね。さっきは危ないところを助けてくれてありがとう。それが言えるようになっただけでも、あんたにしては進歩した方だ。 今まで、たくさん同類に会ってきたけど、君みたいなタイプは初めてだよ。何さ、今更そんな風に褒めたって。うん。見れば見るほど、美しいボディラインだね。しなやかさの中に力強さを秘めている。ちょっと、いくらお世辞だって、限度ってものがあるんじゃないか。うん。 なんかデジャブ。急にこんなことを言ったらびっくりするかもしれない。シーナマシーナ、シーダスウィングズゼア。君に触れてもいいかな。頭おかしいんじゃないの？礼儀ってものを知らないのかい？別に握手くらいならいいけど。もう我慢できない。待って。 Die junge Frau fuchtelt mit ihren Händen und schließt panisch die Augen, um sich auf die kommende Umarmung zu wappnen. Stattdessen geht Grace an ihren Unversehrt vorbei und steuert direkt auf die Beine ihres taktischen Meckers zu. Warum hat sich bei mir jetzt ein anderes Programm auf dem PC geöffnet? Jetzt muss ich echt üben, irgendwie Augenkontakt mit Leuten herzustellen, damit die nicht die ganze Zeit darauf komische Ideen kommen. クレース・ハワード。おや、君がこの子のメカニックかな。いや、初めまして。立派なお子さんを持って鼻が高いね。うるさい。初めましてなんかじゃない。あんたの屈折した価値観なら当時の私なんか眼中になかっただろうけどね。え？
違う。やったのはアイネムか。私の方。そうと、私の作品にベタベタ触るな。この機械オタク。ああ、前つに合図なくせ。鉄の魔女と機械オタクには随分開きがあるように思うけど。ごめんごめん。これは職業病みたいなものでさ。改めて名前を教えてくれる？ついでにこの子の期待にまつわるデータも。 案の定覚えてなかったんだね。まあ別にいいか。これで心置きなく、あんたを技術競争に打ち負かしてやれる。技術競争？ああ、君がスリーゲートの言っていた第二の立候補者なんだね。その通り。このベティブレンダがあんたのライバルなんだからね。この競合に勝って。 Mittlerweile war schon auf der Brand Street. Eos ist wieder bei dir. Wir sind sicher zurück. Dank eurer Leitung konnte ich das Kind endlich wieder beruhigen. Ist die Mechanikerin in Ordnung? Ich glaube, ihr fehlt nichts. Sie scheint kleine Kratzer abbekommen zu haben. Keinen Kratzer abbekommen zu haben. Damit wollte ich dich eigentlich fragen, ob sie für dich in Ordnung ist. Warum wird nicht ihr Name da angezeigt? Sie scheint unsere Rivalen beim Ritter wieder. Bieterverfahren zu sein. Und sie sagt, sie kennt dich. Wer sagt das? Belle? Ich? Ja, weiß das schon. Ich habe überhaupt keine Erinnerung an das alles. Abgesehen davon mache ich mir viel zu viel Sorgen mit Zustand des Logikkerns meines Kindes. Wenn das Aufwachen in der Höhle gut lief, sollten wir jetzt die Daten aus dem Logistikkern extrahieren können. Ich mache heute Schluss. Ihr könnt einen kleinen Eos wieder mit nach Hause nehmen. Ich werde mir noch mal den Rumpf anschauen, wenn ich wieder zurück bin. Falls ich etwas tut oder ich noch mal Hilfe brauche, melde ich mich. Bis dann, Grace. Okay, war's dann schon? Grace's Blick wandert, sobald sie sich verabschiedet, zu den Maschinen zurück. So, okay. Ja, ja, die Quest ging schon wieder relativ schnell. Wip. Vielen Dank für eure Hilfe. Übrigens wollte ich dich nach der Mechanikerin fragen, die uns in letzter Sekunde gerettet hat. Betty war ihr Name, oder? Erinnerst du dich daran, wie sie ist? Oh ja, ich habe gerade meinen alten Unterlagen durchgesehen und den Namen Betty Brender in der Teilnehmerliste einer Fortbildung am Technischen Institut Rose gefunden. Sie war im selben Jahrgang wie ich. Also war sie im selben Institut. Natürlich kann man sich ja nicht an jeden erinnern. Als ich dann ein altes Foto herausgekramt hat, alles klar, ist mir aufgefallen, dass sie wohl in meiner Klasse war. Oh, sie war in deiner Klasse. Wenn ihr nicht viel miteinander zu tun habt, ist es verständlich, dass du dich nicht an sie erinnerst. Dann habe ich an der F&E-Protokoll meines Abschlussprojekts nachgesehen und herausgefunden, dass sie wohl auch in meiner F&E-Team gewesen ist. Dasselbe Team. Dann habe ich in einem Wohnheim-Unterlagen des Instituts nachgesehen und festgestellt, dass wir die ganze Zeit im selben Wohnheim gewohnt haben. Das ist alles deine Schuld, Grace. Ja, es ist alles deine Schuld, Grace. Es ist okay, Kommilitonen zu vergessen, aber... Teammitglieder und sogar Mitbewohner, das ist ziemlich heftig. Wenn ich Betty wäre, wäre ich genauso wütend. Nein, ich wäre sogar noch wütender als sie. Ja, das scheint zu denken, dass das meine Schuld ist. Keine Erbse hat das auch gesagt. Ich kann nichts dafür. Das Technische Institut Rose ist das Heiligtum der Maschinenbaus in Noerido und es gibt dort tausende von faszinierenden mechanischen Prototypen. Ich hatte nicht einmal genug Zeit, um all die lieben Kinder dort kennenzulernen. Wir können ja noch Energie für soziale Kontakte übrig haben. Ich will mich bei Betty entschuldigen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ja. So. Man sagt Bell jetzt so, oh, wir haben gerade das gemacht und das. Grace, derzeitige Besessenheit von Maschinen ist bereits ziemlich ungewöhnlich. Ich kann nur schwer glauben, dass es früher noch extremer war. Aber es ist für sie bestimmt nicht einfach, dass ihre ehemalige Klassenkameradin zu ihrer Rivalen geworden ist. Hoffentlich finden wir uns niemals in einer Situation wieder. Grace ist ein ganz spezieller Fall. Das ist wahr. Ihre extreme Besessenheit erlaubt es ihr, außergewöhnliche Errungenschaften zu erzielen. Sie ist schon technische Leiterin bei Bellowbook Industries, obwohl sie noch so jung ist. Sie ist in der Tat eine geniale Mechanikerin und trotzdem nennt sie jeder Mami. In der Fandom. Ihr Auftrag ist noch nicht zu Ende. Lass uns wieder mit ihr zusammenarbeiten, wenn Grace Forschungsfortschritte gemacht hat. In der Zwischenzeit können wir uns zunächst mit anderen Angelegenheiten kümmern. Nein, wir machen direkt weiter. Da war relativ kurz, halbe Stunde.
Genau so war eigentlich mein Plan letztes Mal bei Nekomata, aber dann war noch viel länger. Ah, guck mal hier, ja, dann kommen wir wahrscheinlich noch viel mehr. Hier sind nur 3 Cutscenes, sehe ich gerade. Das heißt, da kommen wahrscheinlich noch viel mehr. Die meisten kommen jetzt wahrscheinlich hier, ne? In den nächsten. Aber wir machen natürlich weiter, ne? Eines Tages, nachdem du den Auftrag von Grace angenommen hast, auf dem Parkplatz der Videothek, Random Play of the Six Feet im Bezirk, ja, in New Reed. Warum wird so spezifiziert, wo das alles ist? Auf dem Parkplatz der Videothek Random Play auf der Six Street im Bezirk Janus No Irido. Ich weiß, wo mein eigenes wo mein eigenes Geschäft ist, Leute. Heute steht eine wichtige Familienaktivität an, die Reparatur des Dienstwagens, obwohl in Wirklichkeit nur eine Person mit der Wartung beschäftigt ist und die andere Person eine Pause macht. Achtung, eine E-Mail von Grace Howard, der technischen Expertin von Bellbrook Industries, eingegangen. Die Autoreparaturmusik wird unterbrochen, um dir den Inhalt der E-Mail vorzulesen. Weiß Bell, hier ist Grace. Habt ihr beiden Zeit? Ich habe bereits genug Daten aus der Logistikkern extrahiert. Wir können zur nächsten Phase übergehen. Ich brauche erneut eure Hilfe, aber diesmal ist es etwas Besonderes. Ich benötige nicht Phaeton, sondern euch beide. Wenn ihr Zeit habt, treffen wir uns gleich am gleichen Ort wie zuvor, in der Baustelle auf der Brunt Street. Ende der E-Mail. Antwort wird verfasst. Ich werde nicht kommen. Heute ist ein wichtiger Tag. Wir reparieren unser Auto. Bis zum nächsten Mal. Und die Nachricht senden sagt bitte senden. Nicht senden. Barry. Kurze Zeit später erreichen die Geschwister sicher die Baustelle auf der Brunt Street. Ihr kommt am Ziel an. Die große Maschine gibt einen monotonen Brummen von sich, als ob sie die Ankunft von Fremden bemerkt hätte. Eine vertraute Gestalt in der... Ja. Grace begrüßt uns. So. Ja, habe ich vor dir in Sicherheit gebracht. Wir wollen nicht, dass er von irgendwelchen Spinnern belästigt wird. Boah, ich wusste es. Große Maschinen neben ihr wippt ein paar Mal hin und her und scheint ein wenig unruhig zu sein. Onii-san, sind nicht älter als wir? Ich trinke mal kurz einen Schluck. Ne? Ich meine Stimme hier wieder schrotte. Schon bereit für die Lieferung? Boah, Leute. Er stand gerade bereit und nicht bereit. Boah, ich tue nur einen Schluck kurz trinken. Ne? Dann schleichen wir wieder einen rein. Fell, kannst du uns helfen, die sensiblen Daten zu bereinigen? Jetzt mal, wenn der Unfall kommt, muss ich echt mal reinschreiben. So, oh, arbeitet mal an eure deutsche Übersetzung. また、エーテルに侵食されたデータとは極力接触したくないというのもあります。 Mit keinen Daten? Das ist richtig, oder? また参考までに人間が許容できる不快指数を10点満点で評価します。どれをお聞きになりたいですか?じゃあ、10パターン中一番気持ち悪くないやつは何点なの? 11点です。オッケー。続いてのアフター。やっぱり本題に戻ろう。じゃあジョークスにしてくれないね、フェリー。トゥーバーライト。ファイトーンとしてじゃなく、もうすぐ簡単な動きを返して、この子の命令認知システムに命令と行動をリンクさせてあげる必要があるんだ。簡単に言うと、右、左、 ここをタッチ、そこをタッチみたいな命令を出すから。あ、ich sehe schon, wohin das führt.
認知が形成されたら、今度はこの子の命令に従って行動して。そうすれば、出来たての認知を固定化してやれる。小さな子供に、ハイハイや捕まり立ちを教えるようなものさ。簡単だろ。先に、この子のシステムチェックを始めておくから、君たちの準備が整ったら始めよう。Alles klar. Der erste Schritt beim Testen der kognitiven Systeme ist, die Befehlsfunktion dieses Kindes zu kalibrieren, um sicherzustellen, dass sie punktgenau angenommen werden. Einfach gesagt, du brauchst nur eine Holzkiste oder einen Eisenfass zu berühren und es wird den jeweiligen Gegenstand erkennen und ein entsprechendes Signal an meinen Kontrollterminal senden. Ich habe mit dem Kind vereinbart, dass es bei einer Holzkiste ein rotes Signal rückmeldet und bei einem Eisenfass ein grünes. Das ist wirklich einfach. Die komplexesten Systeme entstehen oft auf den einfachsten Beweggründen. Jetzt bist du dran. Berühre einfach die Holzkiste oder das Eisenfass. Okay. Holzkiste. Die Holzkiste ist robotisch wie ein Panzer, ganz im Stil von Bellabog Industry. Rot. Es funktioniert. So ist es, brav Kind. Das große Eisenfass fühlt sich wie bei der Berührung solid und massiv an. Grün. Ganz genau. Gut gemacht, mein Kind. Der erste Schritt der Kalibrierung ist abgeschlossen. Ein guter Anfang, aber für heute steht noch mehr auf dem Lehrplan. Jetzt führen wir einige grundlegende Tests für die Logistikfunktion durch. Folge einfach der besprochenen Sequenz. Rot, grün, rot, rot, grün. Rot, grün, rot, rot, grün. Ja, die Boxen anfassen. Jetzt musst du eine bestimmte Reihenfolge der Holzkiste und das Eisenfass berühren, damit das Kind hier beurteilen kann, ob die Regeln richtig befolgt werden. Signal erkennen, Wahrnehmung entwickeln, Regeln aufstellen, Urteil fällen. Darum geht's bei Rot, Grün, Rot, Rot, Grün. Los, Proxy. Rot, Grün, Rot, Rot, Grün. So, die Kiste war rot, ne? Rot, Grün, Rot, Rot, Grün. Rot, Grün, Rot, Rot, Grün. Kein Fehler, genau richtig. Nach einer Reihe von mühsamen Anweisungen erklärt Grace endlich die kognitive Systemkalibrierung für erfolgreich abgeschlossen. Er ist die Nummer 1. Das hast du ziemlich deutlich gemacht. Grace tippt mehrmals auf das Bedienfeld, woraufhin die unbewaffnete schwere Maschinenbasis ein komplettes elektronisches Gerät absahnt und irgendwas macht. Nein, das waren 6 Meter. Schwermaschine bleibt still stehen. よかった。お兄ちゃん、グレースさんにはもうイアスを触らせないでね。
予備のバッテリーを取ってくるから代わりにこの子の面倒を見ててくれるかな。まだ認知システムが不完全だから、あまり刺激を与えないようにね。それと君たちを含め知らない人を近づけさせちゃダメだよ。 Ja, lass uns mit dieser Todesmaschine alleine. Bald war das einzige Geräusch in dem weitläufigen offenen Raum die tiefe Rumpeln der schweren Maschinenbasis. Das Testgelände ist ein einziges Durcheinander. Ich werde Grace mal helfen, ihr aufzuräumen. Ist das wirklich eine gute Idee? Ist eigentlich vollkommen irre. Die Holzke sitzt hier, das schwer schaut, die Holzke zu verschieben. Ich dachte, die ist so schwer wie ein Panzer. Reinige Mühe, weil sie erfolgreich verschoben. Ah. Ah. Was ins Zocken einbau? Hier ist Geräusch, das ist eine schwere Maschinenbasis. Ich gehe besser nachsehen. Ich dachte, wir sollen nicht nahe alle. Sind wir nicht hier voll die klugen Hacker? Schwer Maschinenbasis produziert weiterhin rätselhaft Geräusche. Genau in diesem Moment erreichen die Schritte irgendwas. Betty, was machst du in ihr? Ich erinnere mich an dich. Grace hat mir von dir erzählt. グレッサに教えてもらったんだ。まず今見せんや。じゃあ、あんた、あの鉄の魔女のお弟子さん?だからここで見張ってるわけ。それにしても、この自己診断プログラム。どうしてこんなに強烈なサインを?もしかして。Wenn sie das sagt, macht die junge Mechanikerin, die zuvor bieten ist, einen Schritt auf die schwere Maschinenbasis zu. Halt, komm nicht näher. しかずくな。心配しなくても、自分が何をやってるのかくらい分かってる。あの女が手掛けた機械なら、背中にリセット用スイッチがあるはずだ。それを使えば。 Oh Mann. おっと。警戒しなくていい。鋼鉄の頭でっかちくん。私はあんたを助けに来たんだ。 Als sie nahe genug herankommt, weicht Betty plötzlich aus und stürzt auf den Rücken der schweren Maschinenbasis, um so fest wie möglich auf den Knopf zu drücken. Also, die Problembehebung war einfach nur an- und ausschalten. ロンリコアって実際のところ何なんだ。ロンリコアとは機械に独立した意識を付与できる貴重な技術の結晶だ。機械を啓発して禁断の果実テストを通過できるほどの地が魂と際呼べるものを持たせるポテンシャルを秘めてる。とはいえ、銃器みたいな道具には必要のない能力だね。作業能力と効率において 白銀重工のマシンには独自の強みがある。それは確かに認めざるを得ないけど、生産と維持にかかるコストには到底見合ってないのが実情。でも残念ながら、買い手は見栄えがいいだけの機能を求めるわけ。いかにそれが無駄で、制御の効かない代物だとしても。おかげで、業界中が流行に踊らされ、こぞって道具に人格を与える研究をしている。 あんたに聞くけど、火を早く切るためだけに、斧にエアブースターと知能システムを積んで、何かするたびに我が主よって叫んでほしい。ですよ、そうコール。へえ、エアブースター付きの斧か。もし実在しているなら、ぜひ拝んでみたいね。あんた。 大人になっても、ロボアニメに夢中になってるタイプの。Es wird die Größe der Charaktere, die Geburtszahl der Charaktere verzeichnen aber nicht das Alter.
das alles noch viel komplizierter macht. Er spricht emotionsgeladen und schlägt mit der Faust auf die schwere Maschinenbasis neben ihr. Das ist sie kaputt gemacht, oder? Ja, rückblickend war es nicht so eine gute Idee, diese riesen Toastmaschine anzugreifen, oder? Eine vertraute Stimme stoppt die Bewegung der schweren Maschinenbasis und lässt sie in den Bereitschafts- und Bus zurückkehren. あまり刺激を与えないでって言ったよね。ベティ、どうしてここに？大した用事じゃない。スリーゲートが我が社との技術提携の申し出を受理したって知らせに来ただけ。協定の日、私たちのどちらか一方だけが技術支援を勝ち取ることになるんだ。覚悟するんだね、グレース。 Nachdem sie das gesagt hatte, geht Grace, ohne sich umzureden, schnell auf die schwere Maschinenbasis zu und konzentriert sich auf die Fehlerversuchsarbeiten. もう少しで危ないことになってたのに、弟子のあんたよりも機械の心配をしてた。あれこそ、かの冷たい鉄の魔女にふさわしい態度だね。けど大丈夫。人を軽んじた代償は、もうすぐこの私が払わせてやるから。Niemand scheint das Geräusch des Handys im Betty's Schach zu merken. Download der externen Daten abgeschlossen. Ich habe es anscheinend doch gemerkt, also. Okay, geht zum Dings zurück. Ist das schon das Ende? Nee. Ich bin noch gar keine Höhle gegangen. Well, du bist zurück, weißt du? Was hat es mit diesem Gesichtsausdruck auf sich? Was ist passiert? Erzähl, was passiert ist. Betty und Grace hatten also einen Streit wegen ihren unterschiedlichen Absichten über Maschinen. Verfickt, ich hätte für das Drama da bleiben sollen. Grace hat gesagt, dass sie uns vielleicht noch mal vor der Pressekonferenz kontaktieren wird. Es sollte der letzte Kontakt zwischen uns sein. Wenn das erledigt ist, betrachten wir diesen Auftrag als beendet. Mich interessiert Grace Vergangenheit immer brennender. Wenn der Auftrag abgeschlossen ist, können wir doch ein bisschen mit ihr tratschen. Vielleicht können wir ja etwas in Erfahrung bringen. Ich werde die Nachrichten im Gruppenchat im Auge behalten. Mit Grace und seine Nachricht schickt, kannst du dich wieder deinen alltäglichen Aufgaben widmen. Vielen Dank für deine harte Arbeit. Was, das war's? Die Quest von Nekomata hat irgendwie 2 Stunden gedauert. Ich bin gerade 45 Minuten dran hier. Sind wir mal in der Höhle gegangen? Meine Güte, machen wir hier ein Level-Vorgabe. Na gut, meinetwegen will ich nicht so viel aufnehmen. Aber genau richtig. Eines Tages, nachdem du Grace bei der Anpassung der Maschinen geholfen hast, siehst du zufällig auf der Sixth Street eine vertraute Gestalt. Betty Brander, Grace Konkurrentin. Was macht sie hier? Das muss doch unbedingt deine Schwester mitteilen. Was macht Betty hier? Rufe Aufnahme der Straßenüberwachung ab. Die Mechanikerin Betty Brander scheint sich mit einem Offizier zu unterhalten. Und durch ihre Körperbewegung kann angenommen werden, dass sie sich erstens in einer hitzigen Diskussion oder zweitens in einem gesittenen Streit befindet. Vorschlag, um den Auftrag von Grace Howard besser erfüllen zu können, solltest du mehr über dieses Gespräch herausfinden. Was hast du vor, Fairy? Ich bin nur neugierig. Auch eine Karriere hat ein Recht auf Klatsch und Tratsch. Haha, diesmal bin ich auf Fairys Seite. Geh mal lauschen, Brüderchen. Sie hält dich sowieso für Grace Learning. Es wird schon klappen. Also können wir wieder einfach daneben stehen und hören. Hat die Sorte, müsstest du herausfinden, was da los ist. Wenn auch nur, damit deine Schwester den Tratsch hören kann. Ich kann garantieren, dass der Treffpunkt sicher ist. Wie oft muss ich das noch sagen? Hm? Bist du Grace Learning? Was machst du hier? Warte einen Moment. Betty flüstert den Offizier noch etwas zu und dreht sich dann um. Also, was bringt hier? Will mir die Eisenhexe etwas ausrichten lassen? Ich wollte nur Hallo sagen.
Du hast tatsächlich bessere Manieren als deine Meisterin. Na schön, du kommst gerade zur rechten Zeit. Ich habe zufällig eine Nachricht, die du deiner Meisterin ausrichten kannst. Sie hat den Bieterwettbewerb bereits verloren. Was? Meine Forschung ist erfolgreich abgeschlossen. Ich habe bereits die Ergebnisse der Überprüfung an die Vertreter von Freegates weitergeleitet. Wir werden bald eine Präsentation veranstalten, um meine Ergebnisse zu demonstrieren. Ich bin die Erste, die das Ziel erreicht hat. Wenn du zurückgehst, sag deiner Meisterin, dass sie herzlich zur Präsentation eingeladen ist. Ich werde die Adresse auf dem offiziellen Kanal von Freegates und Knock Knock veröffentlichen. Bitte sorge dafür, dass sie da, bis sie das sieht. Damit können wir endlich einen Schlussstrich unter unsere langjährigen Rivalität ziehen. Das ist nicht so, dass die Meisterin von dem großen Finale davonläuft. Bitte richte dir aus, was ich gesagt habe. Bis bald. Bitte dreht sich um und geht, nachdem sie zu Ende gesprochen hat. Okay. Na gut. Ich glaube nicht, dass Grace irgendwie sich irgendwie gekümmert hat um diesen Wettbewerb. Weiß, da bist du ja. Los, erzähl schon. Ich habe Getränke und Snacks schon bereitgestellt. Ich sage, was passiert ist. Erzähl jetzt, was gesagt hat. So, was stand da? Egal. Betty ist mit ihrer Forschung fertig und sie lädt Grace zu ihrer Präsentation ein. Fantastisch. Ich will das Boot in Strömen fließen sehen. Also einfach Ferry. Hey, bitte rede nicht so viel mit den Leuten im Internet. Weiß, wir müssen Grace so schnell wie möglich darüber informieren. Bist du da, Grace? Ich bin nicht da. Wie kannst du mir antworten, wenn du nicht da bist? Hör auf, mit deinen Kindern rumzutüffeln. Wir haben große Neuigkeiten. Betty sagte, sie sei mit der technischen Entwicklung fertig. Sie sagte auch, dass sie der Bieterwettbewerb gewinnen würde und hat die Vertreter von Freegates eine Präsentation eingeladen. Und sie hat Bell gefragt, ihr mitzuteilen, dass du auch eingeladen bist. Was ist das nicht, Bell? Der gerade hier am gerade irgendwie. Und sie hat Bell gefragt, dir mitzuteilen, dass du auch eingeladen, also mir. Wir haben die wieder Bell mit Weiß hier verwechselt. Schau mal nach oben, ob es Neuigkeiten zur technischen Zusammenarbeit gibt. Warte, lass mich mal sehen. Irgendwie seltsam. Hm? Die Adresse dieser Präsentation ist in einer Höhle. Was, in einer Höhle? Ja, eine Beihöhle der Lemnian-Höhle. Das ist eine alte Baustelle. Ich vermute, dass Bettys technische Errungenschaften mit einem modifizierten Wächtermecher zu tun hat. Vielleicht hat sie die Präsentation in einer Höhle organisiert, um die Feuerkraft der Maschine besser zu demonstrieren zu können. Eine drei Abteilung von Freegates ist die Militärindustrie. Wenn ihre technische Zusammenarbeit auf Militärtechnologie basiert, das gibt Sinn. Na, Grace, willst du hier gehen? Naja, es wäre ein Fluss für Bellabock Industries, wenn wir den Bieterwettbewerb verlieren würden. Es ist immer gut zu wissen, wo man es zu tun hat, und es ist auch schön, neue Maschinen zu sehen. Kann ich mich bei der Navigation auf euch beide verlassen? Sagt mir Bescheid, wenn ihr soweit seid. Ich bin jederzeit bereit. Alles klar. Mein Gott, da geht ja viel schneller als mit Nekomatas Quest. Okay. Prozess der Hexe, Elektro. Wir geben immer ein Ding. Haben die mir wieder die Charaktere rausgenommen. Nehmen wir mal an B. Oh, haben wir mal. Jetzt haben wir drei Bonus. Ich weiß nicht wieso, aber okay. Aber wegen zwei Elektro und zwei Bellabock, ne? Ja. Okay. Ja, wenn Anton dabei wäre, dann wäre auch, ne? Okay. Geht alles hier viel schneller als gedacht. Sehr gut. Der Navigation und Ferry nach werden schließlich alle zu Bettys Standort gebracht. Neben mir steht der modifizierte Guardian MK2 taktische Mecha. Betty! 6 時と 9 時の方向に実弾射撃。え？Hexenjäger. Der Mecha antwortet auf dem Befehl einer klaren menschlichen Stimme und führt anschließend rasch verschiedene komplexe taktische Manöver aus. Sie ist KI-fähig? それに自我を与えたのか。おっと、どうかした？グレース。あんたご自慢の人格化 OS。私が見た。Ja, der hat geklaut, ne? Gerade mit dem Handy. Na klar.
より組み込みやすいモジュール型の人格化 OS。 それでいてコストはあんたのとこの半分。Aber es wird irgendeinen Fehler haben, ne? Kennt man doch. Sie ist wahrscheinlich voll beeindruckt jetzt, ne? Pass auf. Oder auch nicht, schade. Dein dröhnenden Brummen beendet der Mecha seine taktische Manöver und kehrt wieder zu Betty zurück. Trotzdem sympathischer als du. Hi, hi, Fairy. Jokeena Koto Iwanai no. Oni-chan, Grace-san, daijoubu nano kana? Grace, geht's dir gut? Grace-san, daijoubu kai? Ano ko. Nante. なんて美しい声をしているんだろう。ちょっとです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 。ちょっと
Okay. Also komm mal erschreckt. Kampfsystem in diesem Spiel ist so befriedigend, wenn man es drauf hat erstmal. Vor allem wenn man gegen die Bosse kämpft, ey. Ach, zum Zuhören. Mal ja. Okay, Ambi, die holt mir eingesetzt. Ne? Spam-Anfall, ja. Dann hau ich dich mit der Mama. Und dann hau ich dich so. Ich geh trotzdem immer voll nah an den heran. War eine Bettina, das ist starke Gegner heute. Wie willst du die? Ja. Das hat nicht alles. Hallo. Yoshi, Witch Hunter Alpha. Gozo wo kaishi. Mazu te hajime ni zenpō no Aetherius wo katatsukeru nda. Okay. Benutze Gewalt. Dann kannst du die ganzen anderen Gegner auch machen, ne? Danke, Perry. Das ist das Einzige, was sie immer sagen, ne? Ich spüre das Gegner in der Nähe. Ja, ich hab's gewusst. Gott. Bei Gott. Du hast alles ja gut gemacht. Oh Mann, der wird alles kaputt machen, ne? Pass auf. Irgendwann wird er uns kaputt machen, ne? Alles klar. Die Truppe verlässt sich auf die überlegene Feuerkraft, Mobilität und Reaktionsschnelligkeit von Hexenjäger Alpha und erreicht schon bald von Betty angegebenen Ort. Das ist noch nicht mal Alpha, ist einfach ein A. Das
Wir müssen so weit gegen, von gegen den kämpfen. Wir müssen ja eigentlich auf den Arm nehmen. うん。確かにこの子は優秀だね。火力、機動力はどちらも申し分ないし、命令に対する応答も素早い。量産に耐えるポテンシャルは十分だよ。数日前に初めて会った時、この子はまだ人格化OSを積んですらいなかった。それなのに、たったの数日で私の特許技術をここまで再現するなんて。 Sie kann einfach klauen und kommt damit davon. Sie hat wortwörtlich das System von ihr geklaut und sagt so, ha, jetzt bin ich die Bessere. Grayson hat sich Hexenjäger A, der nur in den Verteidigungsmodus übergegangen ist, und als sie dessen Zielsystem auf sie gerichtet hat, war, sagt sie, ウィッチハンターアルファ操縦席の身長制限を教えて。今期は操縦席を含む以下なる座席も非搭載。よって当該の質問は無意味。じゃあ仮に身長制限を設けるとしたら 140cm以下を推奨。 Darf ich da drin sitzen? Nachdem sie die Antwort von Hexenjäger A gehört hat, Alpha, wird Grays Gesichtsausdruck plötzlich unglaublich ernst. Sie entfernt sich schnell von dem Mecher und umgeht absichtlich den toten Winkel des Systems. Betty,今すぐウィッチハンターアルファをシャットダウンするか、人格化OSをアンインストールするんだ。一刻も早くこの子をフォローの外に連れ出さないと。何をバカな。 どんな手を使ったのかはわからないけど、君の人格化OSは私がプロトタイプのために構築したフレームワークをそのまま転用している。いや、まじ、いや、クラウタ。急にことかいて、とんだ難癖をつけるんだね。そこまでして負けを認めたくないのかい。意味不明な質問をしてあげく、私の技術成果を盗用呼ばわりとは。140センチというのはね、おちびちゃん、 うちの社長のプロトタイプ開発当時の身長なんだ。え？白義重工の先代社長、おちびちゃんの父親であり、私の養父でもあるホルスさんはね、プロトタイプが完成したその瞬間にマナ娘を乗せるためロンリコアに直接身長制限を書き込んだのさ。護送の間、やけに思考パターンがうちのこと似てるなと思っていたんだ。 その時はまだ漠然とした疑惑に過ぎなかったけど、今の質問で確信に変わったよ。これは私たちのプロトタイプ、すなわち白義重工の機械だけにデフォルトで設定されている答えなんだ。それより座席を高くすると、おちびちゃんが切れるよね。でたらめだね。ただの偶然だ。これが偶然じゃないことは、 君が誰より一番よく分かっているはずだよ。聞いてベティ。プロトタイプの論理コアにあるデータは診断と修復を完全には終えていない。つまり侵食されたデータがまだ残っているんだ。君がもしフレームワークをコピーしたのなら、侵食されたデータも一緒ということ。私たちはもう2時間以上フォローにいる。 この子はいつ暴走してもおかしくないよ。そんな、ありえない。あんたのことだからどうせハットリだ。その手には絶対乗らない。まだ観念しないんだね。なら、ダメ押しをしよう。ウィッチハンターアルファ。赤、緑、赤、赤、緑。赤、緑。 Weil du ihn geklaut hast, du. Was ist das?
ウィッチハンターアルファを止めて。いや。ベティさん、あの時データを調整してた空き地で。帝国、敵意のある行動を検知。自立防衛モードを起動。やっぱりデタラメだったんじゃないか。行け、ウィッチハンターアルファ。嘘つきの魔女を火炙りにするんだ。What?Der scharfe Umriss der taktischen Mecker bewegt sich, hebt seinen schweren Maschinengewehr auf See und zieht auf seinen eigenen Mechanikerin. Sie ist tot. Das Zielsystem verfolgt nicht existierende Feinde, während sich Hexenjäger Alpha in den Tiefen der Höhe stürzt. Jo. Er ist am Radalieren. So, warum kriege ich hier Dings? Oh. Warum krieg ich denn hier Dings, ey? So, ja, jetzt wird er jetzt hier cool. Ist gar nichts. Irgendwo noch ein anderes? Nee. Oh nein, da. Ich dachte, die Quest hieß irgendwie Frankenstein Grace oder so. Die erste. Oh Gott. Oh Mann. Oh Gott. Lass mich mal kurz da rein. Was war da jetzt? Weiß ich nicht. Au, was soll ich denn hier machen? Au. Ich würde sagen, wenn er das Ding jetzt hier kaputt gemacht hätte, ne? Au, wir sind alle fast tot. Mit dieser Bombe weg. Oh, ein bisschen Heilung. Danke. Noch ein bisschen mehr Heilung. Ja, ah! Hat er gerade einen Gegner in mich reingeschubst? Aber ich habe nur noch die Hälfte AP. Noch weniger. Ich weiß gar nicht, was man da machen muss, um den auszuweichen. Sind fast alle tot. Was war das? Was schießt auf mich? Also, wir müssen gegen den kämpfen, ne? So sagt. Au. Guck mal hier. Dumm. Oh, ein bisschen Heilung. Ah. Ah. Mal mehr ein Stück. Ah. Wo? Wieder so.
bist du denn? Ist eine Mine? Ja. Auf da rein. Verdammt. Daneben. Fuck. Da. Ja, mit Anbi, warum nicht, ne? Gott. Ich muss ja auch noch gegen den einen wahrscheinlich kämpfen, ne? Ich brauche dann aber ein bisschen Heilung. Ich weiß gar nicht, was man da machen musste, um irgendwie wieder auszuweichen oder so. Ja. Oh Gott. Zum Glück verfehlt er alles außer mich. Trifft alles außer mich, meine ich. Nein, nicht die Dinger kaputt machen. Oh. Ich lasse die Dinger hier einsam. So, oh Gott sei Dank. Na gut, dann kümmern wir uns um den. Ja. Keine Angst, Alter, ich mach das schon. Er wird nichts spüren, außer einen Haufen Schmerzen. エーテル活性が上昇しています。参ったね。この程度の損傷じゃまだ制圧には至らない。あ、まあ、まだ。どうしてこんなことに。ベティ、これからどうすればいい。まだ策はあるかい。私に聞いてるの。もちろんさ、君はあの子のメカニックだろ。 あの子の機体構造は君が一番知っているはずだよ。今すぐ対策を考えよう。もう論理コアが侵食されてる。私の命令なんて聞くはずが。しっかりするんだ。今は弱音を吐いている場合じゃないよ。 Ich liebe es, wie so eine Trennlinie dazwischen ist, obwohl die ganz eindeutig genau nebeneinander stehen in der Animation. Ja, dein Name war doch vorher kluge Frau. あんたの重機からフレームワークをコピーした。それを土台に疑似的な制御レイヤーを構築しただけ。だから暴走した時の対処なんて私にもさっぱりだ。だから逃げるしかない。私たちの武器じゃ太刀打ちできないし、侵食が進むのを待ってるようなもの。君の任務はどうなる？スリーゲートの代表だってもうすぐここに来るんだよ。 フォローを出たらちゃんと説明するから。あんな鉄の頭でっかち放っておけば勝手に自滅していくんだ。それにどうせ後で調査協会の人間が来るし。ふざけないで。おお。はい、だからまずグレースポルン。驚いた。グレースさんもこんな風にどなるんだね。どうして。これがまともな人間の反応だったば。 実験兵器。あ、それ、そう、大変。道具が壊れたってだけじゃないか。そんなの治安局や調査協会に任せて叱るべきだ。どうせあんたのことだから、あのロボットをほっとけないとか、人間みたいに救いたいだとか考えてるんだろうけど、あ
んたの独りよがりな変質に私を巻き込まないで。甘ったれたことを言うんじゃない。問題を放り出して誰かに危険をなすりつけようだなんて、そんなのはただの逃避だ。君はあの子のメカニックなんだ。あの子の問題を解決するのは他でもない君の責任なんだ。君がその責務を投げ出すことでどれだけの人が命の危険を冒すことになるのか一度でも考えたかい。Mit der scharfsinnigen Miene bricht allmählich unter Grace wütendem Vorwurf zusammen. Erst nach ein paar Sekunden gibt sie unter Tränen ihre Antwort. <笑>どうする操作パネルを渡して<笑>どうするつもり。コントロール権限を奪還する権限って論理コアから。エーテルの侵食下にあるものにそんなことできるわけ。疑似的な制御レイヤーを構築しただけ。君はそう言っていたね。中央制御が機体に命令を送るサイクル、これが論理コアを直接介さず疑似レイヤーを通じて実行されているのならチャンスはまだある。けど成功する確率は限りなく低い。それこそ奇跡でも起こらないと。冷たい鉄の魔女。え？君ずっと私をそう呼んでいたじゃないか。あまたの奇跡を呼び起こしてこそ魔女の名にふさわしいと思わないかい。Alles klar. Mein Wunder kommt in Form von Gewalt. Ich bin jetzt voll AP wieder. Oh ja. Wo ist der Gegner? Auf mir ja. Futter hier hinzuwerfen, gib mir direkt den Boss. Wo ist euer Boss? Komm her. Boah. Leute. Kann ich mal irgendeine Kombo machen? Meine Leute. Ohne hat die so schnell gebrochen. Ich habe zwei Durchbruch-Charaktere. Ich muss mal mein Ultimate aufbewahren. Für den ganz offensichtlichen Boss, der bald kommen wird, ne? So. Hey Eos, wie geht's, wie steht's? Das hat sie auch so einen doppelten. Ich weiß, dass Billy irgendwie so ein doppeltes Dodgeball hat. Und kein anderer hat bisher. Oder auch nicht. Weiß ich nicht. Das hab ich schon wieder abgebrochen. Ich liebe diese Explosionen immer. Da. Da ist er. Da ist so einer. Das ist kein Problem. Obwohl die eigentlich ein bisschen nervig sind. Mein Gott, da kommen ja noch mehr Gegner. Okay, jetzt gut. Was? Was? Ah, noch fast am. Oder P. Na komm her, stück. Ich hab Dings gerührt. Ich hab schon wieder Dings gerührt. Oh mein Gott. Na, sie hat gar nicht so einen Kontakt. Ding. Ja, hört ja gar nichts drauf, der Kollege. Ist er da? Wenn ja, ist er ein bisschen enttäuschend.
Ja, auch mit dem Angriff. Ich muss den mal neu anvisieren damit. Ja. Kann sehen, ja. Doch, warum ist das am Lecken? Ja, naja, hinten. Ehrlich, stand einfach nur da. Wie? Okay. Okari, gut, ne? Er war aus den Schuhen geschlüpft. Wie damals Lissop in One Piece. Okay. Cool. Ja, alles bekommen, ausgezeichnet. Gut. Mal wieder klasse Animation. Einige Zeit später bringt das Team die Sicherheitsbild zusammen mit dem Waffenexperten der Verteidigungsmacht, den Hexenjäger Alpha, weg. あの子の絶縁性コーティング、もう少し触ってたかったな。本当に素晴らしい手触りだったんだ。戦闘で破損しても、なお。グレース、unglaublich. Irgendwie sind die Charaktere alle voll überpowered, ne? Nekomata hat auch irgendwie voll easy gegen die ganzen Gegner gekämpft. Wenn man als Soldatin Nummer 11 irgendwie so viel drauf hat, war irgendwie klar, die ist halt eine Soldatin, ne? Aber trotzdem. Ja, voll die Übermenschen ja alles. この可愛い子ちゃんを何日か貸し切りで遊ばせじゃなくて研究させてもらわないと。 Okay, ich wollte sagen. Sie wird schon nichts tun, Eos. Gib den Affen seinen Zucker. ]少しの間だけ犠牲になってくれるかい? Jetzt euch langsam ruhig, kommen die Vertreter von Free Gates mit einer niedergeschlagenen jungen Frau vorbei. Betty? Eine kluge Frau. Cora, Betty Brand. あればいい。私が言えることなんて何もないんだ。二次レイヤーを構築するっていう案はなかなか良かったんじゃないかな。正門を命令に変換する機能をエミュレートしたのにはやられたよ。本物と見まがうほどだったし、実際騙されかけた。フレームワークのデータ自体が不完全だったから、 実行漏れや誤作動があったし、効率もいいとは言えなかったけど、十分改善の余地はある。もし人格化OSの研究に興味があるなら、プロトタイプのサンプルデータを提供するよ。もちろん
処分が明けて整備士免許を取り直した後にね。本当叶わないね。技術提携がうまくいくことを祈ってるよ、グレース・ハワード。Junge Mechanikerin folgt dem Marschieren in Einheiten aus der Höhle und für einen Moment scheint sie ihren Rücken ein wenig aufzurichten. Das war eine sanfte Hexe. Proxy, kimi wa bariki toyu tanyu wo shitteru? Kikai 1 dai atari no shitsuruk ga uma no nantobu ni sotou arawasu tanyu. Voll dämlich. Ima ya hotondo no juki ga nanbyaku nanzen toyu bariki de ugoku. Sono seika wa馬にとっての救済だとは思わない。機械の出現で彼らは蓄力を提供するための労働から解放されたんだ。人間だって同じさ。重機一台で数十人という施工チームが危険なフォローに入らなくて済むし、戦闘用ロボット一台で多くの戦闘員がエーテリアスと戦わなくて済むようになる。本当はね、私には機械を愛してるなんていう資格はないんだ。どれだけ熱を入れようと結局はあの子たちに身代わりをやらせてる。フォローの中で壊れ最後には廃棄される運命をたどらせることで、フォローの外で悲しむ人が一人でも多く減るならと、私が直接あるいは間接的にでも壊した機械の数はそこいらの同業者の数倍にもなる。そんなんだから魔女なんて呼ばれちゃうんだろうね。涙が出るほど悲しくたって心を鬼にして。 Wieder eine in der ersten Höhle, der sich geopfert hat. Auf sehr noble Weise, glaube ich. こんな魔女がもっと子供たちのために全力を注いで、その犠牲に涙を流してくれる人がこの新エリートにもっと増えたら、その時はあの子たちも少しは私を許してくれるかなって、そう思うんだ。Grace nimmt die schwere Maschinenbasis zur Reparatur mit. Grace's Aufwand ist endlich zu Ende. Endlich, es war nur anderthalb Stunden. Ich sollte eher zurück in die Laden bringen und mich ausruhen. Alles klar. Ich sag dir wieder alles, was passiert ist. Okay, der Auftrag ist reibungslos gelaufen. Tolle Arbeit, du weißt. Du auch. Wir haben dieses Mal eine sehr coole Seite von Grace gesehen. Tja, anscheinend ist eiskalte Eisenhexe gar kein abwertender Spitzname, sondern vielmehr ein ehrenvoller Titel. Und schlussendlich wurde niemand verletzt. Nichts ist besser als das. Ja, in der Tat. Weiß, wie siehst du die ganze Sache? Sollten Werkzeuge nicht einfach nur Werkzeuge sein? Hat es überhaupt einen Sinn, Gefühle für sie zu hegen? Wenn wir nett zu ihnen sind, damit sie später leichter loswerden können, sind wir dann nett oder herzlos? Ich weiß es auch nicht. Es ist wirklich schwer, zu einem einzigen gültigen Schluss zu kommen, zu gelangen. Egal auf welche Seite man steht, alle haben ihre eigenen Beweggründe, an die sie felsenfest glauben. Aber wie auch immer, wir haben diesen Auftrag erfolgreich erledigt. Machen wir eine Pause und kehren wir wieder zu unserer Routine zurück. Ich habe keine Routine. Das war das letzte, was ich jetzt hier gemacht habe. So, ich habe nicht gesehen, wo das stand, weil die Trophäe-Meldung da war. Aber hey, cool. Yay! Ausgezeichnet, ich bin Internetstufe 44. Kriege ich auf 45 irgendwas? Nee, ich habe gedacht, doch, ich krieg 3 Kassetten. Habe ich nicht 7? Ah. Beim nächsten Mal werde ich dann wieder ein bisschen Gacha ausgezeichnet. Aber für heute war es das, ne? Wir haben wahrscheinlich wieder jetzt hier, jetzt haben wir ja bestimmt Grace freigeschaltet. Ne, ich habe noch die ganzen Cutscenes hier mit Anton und Ben, aber da mache ich dann, wenn ich wieder ein bisschen mehr Kontrolle über die Partlänge habe, ne? Wenn wir hier die Story weitermachen, werde ich hier irgendwann so da reinpacken, ne? Ja. Also das kommt alles noch, keine Sorge, machen wir irgendwann, ne? So, noch mal Erfolg hier, nehme ich an, ne? Gut, alles klar, dann ja, das war ein bisschen lang, aber ist in Ordnung, ne? Das wird jetzt hier ein Part, würde ich sagen.
Und ja, dann haben wir alle Agentengeschichten, so heißen die Dinge offiziell, abgeschlossen, ne? Und ja, da müssen wir erstmal hier weiter in der Story weitermachen, um die ganzen Dinger hier freizuschalten, ne? Die Mitternachtsjagd. Das ist das dritte Kapitel, ne? Ich weiß nicht, warum wir erst das machen müssen, um Koleda Story zu machen, aber okay. So, alles andere habe ich hier erledigt, ne? Das heißt, nächstes Mal geht es dann ganz sicher mit der Story weiter. Ausgezeichnet. Ich freue mich schon und ja. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.